Fire Emblem Fates, Offenbarung Kapitel 21, immer noch aus gutem Grunde, denn irgendwie, naja, man sieht hier, die Gegner machen, was sie wollen, das ist unglaublich, ey. Was sollen wir hier bloß, sag jetzt mal, intelligentes versuchen, ich meine, theoretisch mit Ben natürlich abwehren. Weil auch wenn Anthony hier ein Ungesicht ist und eine fiese Fähigkeit hat, hallo? Ah, dann trifft sie für einen zu wegen, sie hat nur 20 gesenkt, ja, Paralyse eben. Weil Ben jetzt so viel Defense war mit der Wächternaginata, also da muss er schon ordentlich ein paar Mal raufhauen. Und auch dann, nee, keine Chance, komm. 40 Defense, was macht er? 23 plus, ach nee, keine Chance, kommt niemals mit Bennys Defense vorbei. Dürfte sogar Michaels Defense ein bisschen problematisch sein für ihn und daher, ja. Jetzt halt hier unten für den Bullwinter, Ragnarök für den Bullwinter, Ragnarök war glaube ich das mit dem Crit, nö. Ein kritisches Ausweichen. War einfach nur stärker, okay. Die Magie senkt sich, genau. Also, Plan ist immer noch der, wie vom letzten Part am Schluss angekündigt. Quasi mit Asura bereitstehen hier unten. Allerdings mit Case schnell hin, Truhe öffnen, fertig. Und dann warte, bis die kommen, weil Case hat so viel Resistenz, da kann nichts passieren. Da geht gar nicht. Und schnell ist es sowieso wie sonst was. Ganz kurz gucken, er hat eine rote Waffe, das ist, Magie ist sowieso grün, okay. Also Silberschuriken, läuft, plus Truhe plündern, zackebums, Meistersiegel, brauche eigentlich sowieso nicht mehr. Kann ich ja verkaufen. So, jetzt stelle ich mal als, ja, wobei, als, da muss ich da oben noch was gucken. Lucky Lucky war. Ich meine, Anthony ist ja wie gesagt eigentlich langsam. Ich kann hier schön mit Benny und Michael ablocken. Theoretisch, praktisch sind natürlich die noch da, hm? Hier haben wir Basara Tocho aus Desmond of New Sister Devil. Und noch einen Sperrkämpfer. Was echt Basara heißt, aber gut. Wenig Resistenz, der eigentlich auch. Entfernung angreifen, Leo killen. Leo sagt, nö, kein Bock zum Killen. Na dann. Doppel hat auch keinen Bock. Mann, Leo, du bist einfach zu lahmarschig. Sorry, aber es ist so. Leider ist das ja so. So wird's gemacht. Genau. Oh. Ist auch eher weniger. Und ein bisschen switchen, aber er kann nicht hier doppeln, warum nicht? Was? 23 gegen? 19 reicht nicht, was? Ich muss nochmal Gelegenheit irgendwie Speed erhöhen, wa? Oh, mal den Oka. Aber nicht genommen. Ich erinnere mich. Ja, ein bisschen besser. Komm, ich sag's, du wirst schon draufhauen, Camilla. Hau drauf! Damit drauf hat man doch eigentlich kritten. Ja, jetzt hat's mir verstanden, okay. Jetzt hat's mir verstanden, Bams. Nur ein Vierfach-Crit ist ein guter Crit. Bams, der auch noch. Sehr schön, würde halt sagen, Dio. It's your turn. Nimm's bitte etwas, das ein bisschen besser trifft. Dankeschön. Unheilstor. Magie umkehren. Nicer Scheiß. Was that all? Was that all? So, er kommt da gar nicht mehr. Trotzdem, dann machen wir hier Drachenstein. So. Die Mauer steht. Die Mauer steht, die Mauer steht. Was machen wir jetzt hier? Falls er noch Unterstützung bräuchte, schickt doch mal Silas nach vorne. Die sind natürlich auch schon schnell. Ja. Also Ziel ist trotzdem noch, erst die Truhen plündern, weil wenn ich Anthony kille, er ist der Boss und ist die Mission vorbei. Deswegen erst noch kurz Truhen und dann Anthony. Wow. Warum? Bitte nicht. Hä? Hat er uns doch nicht verraten? Ist das alles Anankos Werk? Zum Glück aber nicht gekrittet. Hätte auch schief gehen können. Ninja Style, Ninja Style.
Fembul wieder! Mit 17%! Dann auch nie erlebt, mit 17% getroffen. Alter, da muss euch kalt sein. Nein, da kommt noch mehr. Ach du Scheiße. So, hier ist das Problem, ich muss hier durch, das heißt, ihr müsst weg. Das war schon relativ weit, gut. Wie bereits erwähnt, ihr müsst weg. Voll die Rüstung zerfetzt, hey, einfach nur zerfetzt. So, sehr gut. Schaken war der bei kritischen Treffen Bonusschaden. Das ist im Prinzip ein Meisterschuriken, wa? Na, ja, kriegt von uns an, sie muss fast so sein. Ich meine, Käse ist sowieso hohe Fähigkeit, wenn dann auch noch ein bisschen kritet und so weiter, aber meine Silberschurke macht schon 10 Damage. Ich habe ja nichts mit Jäger. Man kann es mal. Aha, warte mal, man tut doch jetzt. Hat ja eigentlich alle, wa? Nichts da weg. So. Kann ich sogar selber killen. Ja, Waffenlevel, wa? Aber naja, gut. Ihr könnt es selber machen, aber nee, komm. Silas braucht eh noch ein bisschen Training. Du. Was sagst 33, wie der einfach draufhaut? Keine Atemgefühle. Wenn du meinst. Ein besserer Ritter. So. Ja, die Frage ist, die noch mitnehmen, die Berserker, quasi hier anlocken, oder? Wenn ihr den Enten hier nochmal angreift. Wenn ich kriege zurück, ist der Enten nachher weg. Das ist gerade ein bisschen doof. Also am besten die mal hier rüber. Trotz allem. Ich will doch Enten nicht einfrieren, wa? Frozen Joghurt. Sehr schön. Komm an, weg. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, aber trotzdem kann er jetzt nur ihn angreifen, dann holt doch sie ja noch weg. So. Sehr gut, dann kann sie noch ganz kurz heilen und ansonsten. Oh. Erwarten wir. Jetzt hängt es von Anthony ab. Aber er lebt noch, ja. Die sind immer noch so stark gerade. Im Bullwinter haut rein, Donnerachs. Er haut aber sehr rein. Ja. Doppeln wäre schon geil. Soll man so sagen, ne? Doppeln wäre geil. Ja, aber irgendwie haben wir ein bisschen Problem mit Doppeln. Ja, sieht natürlich nicht, es ist sowieso Ingvar. Holy! Shit! Yeah! Ashinto Kritiko! Sag ich ja. Ashinto Kritiko! Du. Fehlt noch einer? Wen will den übernehmen? Darf es Leo sein? Soll es vielleicht sogar Sakura sein? Ja, ich glaube, es gibt mal Leo, wa? Trefferquote. Natürlich Mjölnir! Ah ne, Brünnhild war sein eigener, wa? Scheiße! Egal, Thor's Hammer haut auch rein. Sehr gut. Fehlt nur noch er. Es lebe die Kraft des Jatos. Alpha Dragon Strike. Oh yes.
Gnade, bitte! Keine Gnade für Verräter! Verzeiht mir alle. Ich war zu vertrauensselig und habe euch in Gefahr gebracht. Es gibt keinen Grund, um Verzeihung zu bitten. Was willst du damit sagen? Anthony hat eine Schwachstelle gefunden und dich so täuschen können. Glaubt nicht auch, Prince Sander? Michael, ich sagte dir das bereits zuvor. Dein Hang, einfach so Leuten zu vertrauen, ist deine größte Schwäche. Doch wenn du das ändern würdest, wärst du nicht mehr du selbst. Und dann könnte ich dir auch nicht mehr folgen. Deshalb musst du grundsätzlich an das Gute in jedem glauben. Wenn das etwas schlecht dabei rauskommt, werden wir uns darum kümmern. Sander, Ryoma. Ich kann gar nicht sagen, wie viel mir eure Worte bedeuten. Ja, genau. Ich werde alles für dich tun, Michael. Sorge dich nicht. Ich werde dir immer vertrauen und dich immer lieben. Du kannst wohl auch auf mich zählen. Ihr habt da ein paar starke, loyale Verbündete, Milo, Michael. Was machst du schon da hier, Gunther? Das ist ein Phantom. Alle paar Kapitel taucht mal auf. Oh, meine Kreise. Freunde, Kapitel 21. Endlich fertig. Wie viele Gespräche haben wir? Ja, Rang S für die beiden Todeltäubchen. Sehr schön, Rang S für die beiden. Ach du Scheiße. Rang A für die beiden. Da haben wir Rang A plus. Okay, hier haben wir Rang S auch für die noch. Geil. Jo, da gibt es auch viele, viele geile DLCs. Du. Alles einsammeln. Was nur geht. Ja. Kugel. Was? Was war denn das für ein Mu? Warte mal ganz kurz, diese Scharke hatten noch, wa? Wäre vielleicht eine. Ja, eine alternative Silberschuriken, wa? Nach dem müssen gucken. Egal. Was hat er denn noch? Irgendwie. Hängt damit. Den Kugelblitz-Torpedo. Was? Vielleicht Gegnern, wohlgemerkt. Gegnern innerhalb von zwei Feldern nach dem Kampf Geschwindigkeit plus 4. Wieso soll ich einen Gegner... Aber seid ihr komplett bescheuert hier? Wieso soll ich einen Gegner boosten? Boosto. Na eben. Warum? Ich bin progressiv mit. Einfrieren war ja eher Elise Handwerk, war. Schwächen jetzt nochmal geil. Ah ja, bevor es vergesse. Genau. Jetzt kann ich einen magischen Bogen nehmen. Den Glanzbogen! Yes! Oder war der? So, weil ihr da eigentlich auch noch irgendwie wegen Unheiltoren und so weiter. Genau, ihn umdrehen. Wäre bei ihr noch ganz praktisch. Ansonsten glaube ich, bei ihr wäre eine Variante. Jetzt hat hier auch alles. Da ist. Aha. Eine Axt, die umdrehen kann, war irgendwie Doppel-Dingsbums. Augel mir, ja. Rang S soll es aber eigentlich reichen können. Die Doppelkeule, genau. Das braucht eigentlich nicht Fuge, das braucht sie vor allem. Silberaxt, Tomahawk, für gegnerische zwei Felder, brauchen Umständen auch. Berserk-Axt. Eine höhere Trefferquote darf man auch nie unterschätzen. Ich lese trotzdem mal ab und riskiere es mal. Vertrau auf die Macht der Doppelkeule. Der Rest hat gesagt, stimmt soweit ja noch. Den Unheilsturm muss mal gucken. Ansonsten war die alles cool. Du. Jo. Denkt ja auch, wa? Ja. Du. Haben wir noch ein bisschen. Ein paar Minuten haben wir noch. Take your time looking around. Eine kleine runde Lotterie. Klingenbrecher, schlecht ist sie nicht. So, fangen wir an, wa? Case mit Selena, es wird Zeit.
Heute scheint der Mond zu hell, dass bestimmt niemand einen Angriff riskiert. Hm? Ist da jemand? Case, stimmt was nicht? Ah, Selena, wie schön dich zu sehen. Ich beende gerade meine Nachtpatrouille. Ich rede für einen feindlichen Spion. Was tust du denn hier um diese Zeit? Der Patrouillendienst beginnt erst in ein paar Stunden, Tagen sogar. Ich habe nur den Mond betrachtet. Heute Nacht ist es so wunderschön. Ich verstehe. Ist das nicht in Ordnung? Nein, verzeih mir, für einen Moment kam ich mir wie ein ungebetener Gast vor. Mir schien es, als würdest du dich nicht etwas erinnern. Einen anderen Ort vielleicht. Deine Heimat? Eine andere Zeit? Eine andere Welt? Was? Es tut mir leid. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergessen? Nein. Ich werde nicht vergessen. Nicht, was du gesagt hast. Und auch dich nicht. Selena? Und daher erinnerst du dich besser auch an mich. Hörst du? Egal, was passiert. Selena, hat das etwas mit deinem Geheimnis zu tun? Willst du uns verlassen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Bitte, tue das nicht. Hm? Ich bitte dich, geh nicht. Bleib hier an meiner Seite, als Freund und... nun, als meine große Liebe. Was? Du meinst... Ja, ich habe mich in dich verliebt, Selena. Also bitte ich dich noch einmal, bitte, geh nicht. Case, das kann ich nicht versprechen. Was auch für ein Geheimnis sein möge, das du hütest, ich werde dich mit all meiner Kraft unterstützen, wenn du nur bleibst. Gut. Ich versuche es, ich tue mein Möglichstes, bei dir zu bleiben, aber verspreche nichts. Danke. Du musst noch eines für mich tun. Versprich mir, dass du, wenn wieder Frieden herrscht, dein Geheimnis mit mir teilst. Das werde ich, verspreche es. Bis dahin musst du warten, verstehst du das? Ja, natürlich. Ich werde warten, Selena. Doch lass uns diese friedliche Nacht Zeit an Seite genießen. Nichts hätte ich lieber tun, Case. Dann nehme ich alles verfügbar. Ja, yeah, Mann. Und Benny mit Nix. Was machst du denn da, Nix? Oh, hallo, Benny. Ich war in einer hellseherischen Trance. Was suchst du denn herauszufinden? Alles, was ich über meine ewige Jugend in Erfahrung bringen kann. Es ist schon lange her, seit ich mich genau mit der Art dieser Flucht befasst habe. Das Ergebnis war dasselbe wie immer. Ich bin anscheinend wirklich dauerhaft in diesem Zustand gefangen. Warum versuchst du es erneut, obwohl du bisher nicht mehr rausfinden konntest? Weil ich dich getroffen habe, Benny. Wie bitte? Was meinst du damit? Das ist nicht weiter wichtig. Ich habe nur wieder etwas Hoffnung geschöpft. Hoffnung? Worauf? Ein Großteil meines Lebens war ich in diesem viel zu jungen Körper gefangen. Zunächst hat es mich geärgert, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Wenn dieser Fluch gebrochen wäre und ich einen passenden Körper haben könnte, dann wäre alles anders. Ich könnte mein Glück finden und Kinder bekommen. Ich könnte sogar heiraten, eine Familie gründen. Entschuldige, ich weiß, dass alles nur Wunschdenken ist. Du kannst dich auch so glücklich werden, wie du jetzt bist. Hör bitte auf damit, ich bin nicht in der Stimmung dafür. Durch angenehm klingende Lügen werde ich mich nicht besser fühlen. Das ist keine Lüge. Willst du meine Frau werden, Nix? Ich liebe dich mehr als irgendjemand sonst auf der Welt. Das ist klar, dass ich in diesem Zustand gefangen bin, oder? Du Perversling. Das macht mir nichts aus. Die Strafe oder der Fluch, oder wie auch immer du es nennst. Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ist das ein Ernst? Bitte heirate mich. Ich nehme den Antrag an, Benny. Wir werden immer zusammen sein. Wie kann sie denn diesem viel zu jungen Körper jetzt ein Kind bekommen? Wie geht das? Das ist technisch unmöglich. Ich will es gar nicht wissen, vor allem. Charlotte und Silas. Probleme ist? Ganz schön auffällig. Ja, das ist ständig ihre Tage, wa? Bitte? Na gut, wenn ich dann in Ruhe lasst. Gewöhnlich meine ich nicht reich. Interessant, wünsche mir nicht reich. Davon mal zu treten. Eine Sache in unserem Frauenbild. Deine einzige spannende Persönlichkeit. Und bin ich nah dran? Das ist scheiße. Wie meint ihr das? Oh.
Interessantes Gespräch. Irgendwie. Ja, das haben wir dann noch ein bisschen offen. Ab plus erstmal hier Sakura mit Leo. Die nächsten Königskinder. Prinzessin Sakura, habt ihr einen Augenblick Zeit für mich? Sag gegrüßt, Leo. Dürfte ich fragen, warum ihr mich so anseht? Ihr macht mich nervös. Meine Güte, so sagt doch etwas. Ich halte es langsam nicht mehr aus. Prinzessin Sakura, ich muss euch etwas gestehen. Eure Beteiligung im Kriegsrat hat mich zutiefst beeindruckt. Ihr denkt immer nur daran, anderen zu helfen und steht euer eigenes Wohl hinten an. Ich hoffe, euer Herz wird sich nie ändern. Ich möchte niemandem Schutz anbieten. Sorg doch nicht um mich, Leo. Der Krieg war meinem Herz nichts anzuhaben. Es freut mich, das zu hören, doch meint etwas anderes. Eure Güte hat ein Gefühl in mir geweckt, das ich zuvor nicht kannte. Das Gefühl der Liebe für dich. Für mich? Dein Herz strahlt viel Wärme aus, die Lilie von seiner Stärke übertroffen wird. Jetzt tut sie plötzlich. Ich kenne niemanden, der so ist wie du. Ich muss dich an meiner Seite haben. Natürlich nur, wenn du meine Gefühle erwiderst. Oh, Leo, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag doch einfach nein. Ich will zwar genau wie du, doch du bist so edel und kühn. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Party für dich wäre. Party? Eine gute Party? Das sollte es eine Frau sagt. Doch, das bist du und ich werde es dir für den Rest meines Lebens beweisen. Den Rest deines Lebens? Ja, Sakura. Wir können mit einem Spaziergang beginnen. Hand in Hand vielleicht. Wir können auch über glücklichere Dinge sprechen. Was denn zum Beispiel? Frieden fühlen, wenn ich in der Nähe bin. Du erwidest ja. Das kann davon nur noch niemand, der das Schöneres gesagt hat. Leo, ich möchte auf immer bei dir sein und diese romantische Seite an dir erkunden. Das wirst du befehlen. Ja. Das ist fast schon. Alter, war schon so süß, dass du Karies kriegst. Okay, jetzt waren wir fertig. Aber momentan glaube ich noch nicht. Wir hätten noch genug Stäbe. Gehen wir ganz kurz noch ins Hoshidische, genau. Für nix natürlich im Sinne von noch ein Inhaltstor, genau. Wollte ich noch holen. So. Please. Please, thank you and bye. Bye, bye. So. Genug gequatscht für heute, wa? Ein Gespräch mit Asura. Die Verbindung wurde gestärkt. I know it's unlike me to ask, but please kiss me. That was memorable. Thank you, my love. Die geht dir ganz schön ran, wa? Effi, eine Schlange nicht mehr. Hinoka, wa? Unsere große Schwester. Come on. It's great to see how well you've matured. Ja, das ist doch mal ein typisches Schwester-Bruder-Gespräch, wa? Gut Gedanke gegangen. Da war das echt schon wieder vorbei. Das Tempo noch mal ganz kurz und nach noch. Wir können im nächsten Paar machen. Noch ins Onsen gehen. In die Onsen gehen. Yeah, Level 33 für Lilith! Den Astraldrachen! Und alles rang wie geil! Jo, und sag mal, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen! Nächsten Part dann erstmal Onsen gehen, ein paar Nebenquests, ich denke mal, die ganzen Kinder kennenlernen, außer der Michael Kanner. Die mache ich echt erst am Schluss, weil die kennen noch aus dem Echnis und da kann ich dann auch eine Animation ausstellen und so weiter und so fort. Von der Rest bin ich schon mal gespannt. Spricht da Kind von Case und Selena, spricht Tochter, vermutlich Sohn von Selena. Dann noch ein Sohn von Nyx. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwie Tochter oder Sohn ist. Genau, Silas. Da war noch etwas Spezielles. Silas hat ein eigenes Kind, da wissen wir ja. Ich glaube, Sophie war das.
Charlotte hat ja eigentlich auch noch einen Sohn vermutlich, was würde sich auch noch interessant werden, obwohl die Königin natürlich auch noch. Saku und Leo haben doch beide irgendwie ein eigenes Kind, war. Sie haben doch einen Sohn und er eine Tochter. Gut, die kommen sowieso später dran, aber trotzdem, es wird spannend hier bei Fire Emblem Fates. Vermächtnis, Offenbarung, Entschuldigung. Und ansonsten, wenn wir das durch, haben wir doch mal sagen, weiter mit der Hauptstory, weil die ganzen DLCs, ja, vielleicht das mit Anna, war, kann man das auch noch angucken. Aber die meisten DLCs, glaube ich, machen wir echt erst nach der Hauptstory. Oh je, oh je. Bis dahin, tschüss.